Die Siegesserie in den Playoffs geht weiter. Erster Sieg im Halbfinale. Wie fühlst du dich und wie schaust du aufs Spiel zurück? Ja, bisschen rostig würde ich sagen, glaube ich, unser erstes Drittel. Wir können auf jeden Fall mehr, müssen mehr arbeiten, mehr Druck nach vorne und einfach mit der Scheibe mehr spielen. Wir haben es zu schnell weggeschossen, ohne irgendeinen Gedanken. Aber ja, es ist das erste Spiel nach einer langen Zeit und ja, wir sind trotzdem happy. Gut, in den Playoffs ist auch eigentlich zählt nur das Ergebnis am Ende des Tages, oder? Ja, natürlich. Und mit welchem Momentum du in die nächste Partie gehst, aber wir konzentrieren uns auf unser Spiel und ja. Wen wird natürlich alles tun, gleich wieder zurückkämpfen? Wie erwartest du die gut bekannten Stadien? Ja, natürlich. Die haben junge Truppen, die sind hungrig. Es ist schwierig gegen sie zu spielen, aber ja, wie gesagt, wir konzentrieren uns auf uns, egal wer bei denen fehlt und ja, es ist ein spannender Freitag. Dein Tor heute auch nochmal. Dein Tor auch nochmal zum Schluss den Deckel drauf gemacht. Könntest du die Szene noch kurz beschreiben? Ja, das ist in unsere Richtung gegangen, aber ich habe kurz über die Scheibe gewischt. Vinny hat versucht, aufs Tor zu schießen aus eigenen Drittel auf die Stange. Deshalb das Icing aufgekommen. Der Thomas hat mich gesehen, hat einfach geschossen und ja, das war's. Hard earned, but a good win today against Vienna. How do you recap the game? Good to get the power play going. We didn't score a power play goal in the first series, so get those guys on the board right away. That was important. Then we give them an easy goal on a simple breakdown from us, on a 2-on-1. And then it was good to respond with the next two goals in the first and be able to carry that lead. I thought the second period, I thought they were the better team, actually. I don't think we played our best hockey in the second. I thought we were better in the third. For me, as you look at the game, they just played 2 days ago. For us, it's been about a week. You look at we take a too many men penalty on the first shift with 3D on the ice. And then, we have an uncharacteristic breakdown. There's just some little things that are just a little bit of rust that we can shake off and we'll get better into game two. You mentioned the second period. How important was it, the performance of Ate Tolvanen, not to get the second? Yeah, Ate was great. I thought that actually we defended reasonably well as a team as well, eliminating second chances. There wasn't a lot of rebound looks and things like that. So Ate was very strong, and our team defense was also good. Next game against Vienna, do you think the Vienna team will be the same, the players and? Don't spend a lot of time thinking about who's in their lineup. The strength of their team is the way that they play together, and whoever is in the lineup, they play really well together, and they showed it today. They showed it against Klagenfurt, and we'll be looking to get better as well into game two. Thank you.